0,25. Also P gleich 0,25. Und hier? 1 minus P, also gleich 0,75. Hier natürlich das Gleiche, 0,25 und so weiter und so fort. Ja? So, jetzt haben wir natürlich gelernt, ja, wenn Sie zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit von solchen Ereignissen jetzt hier wie das hier, wie das hier oder wie das hier berechnen wollen, dann müssen Sie was machen im Baum? Dann müssen Sie natürlich die entsprechenden Werte in diesem Baum durchmultiplizieren, bis Sie dahin kommen, nicht? Also zum Beispiel jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, schauen Sie. Ist in dem Fall, ja gut, also ich meine, das ist natürlich selbstredend. Das ist jetzt hier 0,25. Das sehen Sie? So. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das hier passiert? Also sprich, schauen Sie, dass Sie genau hier landen. Wie kommen Sie dahin? Über diesen Weg, ne? Also, was machen Sie? Irgendwelche Vorschläge. 0,75 mal 0,25. P von x ist gleich 2. Was haben Sie hier? Wie kommen Sie da? Also 0,75 mal 0,75, das gibt 0,75 zum Quadrat, mal 0,25. So. Also was haben Sie jetzt hier gemacht? Sie haben jetzt hier die Wahrscheinlichkeitsfunktion, schauen Sie, an der Stelle 0, an der Stelle 1 und an der Stelle 2 bestimmt. Okay? Das ist aber nicht die Aufgabe gewesen. Die Aufgabe war gewesen, bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion allgemein, also nicht nur an diesen drei Stellen. Es gibt natürlich noch weitere andere, die Sie jetzt hier angeben müssen. Und zwar in dem Fall würde es dann hier bedeuten, P von x ist gleich k. Wie könnten Sie das jetzt hier allgemein für die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable genau den Wert k annimmt, also sprich Sie haben k Fehlversuche, wie können Sie jetzt hier natürlich die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses entsprechend ausdrücken, bitte? Das ist ja im Prinzip eine geometrische Verteilung hier, das heißt, ja, wie dachte ich ja gerade, ja? 1 minus p hoch k. Ja, es gibt jetzt natürlich in dem Fall 0,75 hoch k mal, das mal 0,25. So ist es, 0,25, genau. Ich meine, Sie wissen ja, wie es jetzt hier weitergeht, nicht? Also hier steht ja die 1, hier steht ja die 2 und so weiter und so fort. Und alles andere im Endeffekt bleibt ja gleich. Sie haben jetzt hier natürlich diesen Begriff genannt, und zwar die geometrische Verteilung. Die werde ich jetzt hier nochmal definieren, schauen Sie. Und zwar, Definition. Schauen Sie. Ich habe Ihnen das ja erzählt, dass ich jetzt hier die Verteilung einer Zufallsvariable eindeutig über die Wahrscheinlichkeitsfunktion natürlich angeben kann. Und ich mache das jetzt hier natürlich entsprechend, und zwar eine Zufallsvariable mit, schauen Sie, Wahrscheinlichkeitsfunktion. Das steht jetzt hier wie folgt, und zwar P von x ist gleich k. Und diktieren Sie nochmal bitte, was Sie jetzt gesagt haben. Ja, bitte. Also jetzt natürlich allgemein. 1 minus p, ja? Hoch k mal p. So ist es. 1 minus p hoch k mal p. Für natürlich jetzt hier k aus. Welche Zahl kommt natürlich jetzt hier in Frage? Das ist nämlich wichtig. Welche Zahlen darf ich denn hier in die Wahrscheinlichkeitsfunktion einsetzen? Oder sprich, welche Zahlen können denn jetzt hier in Frage kommen, was jetzt hier die Anzahl der Fehlversuche angeht? Die natürlichen Zahlen und die 0, genau. Das heißt in dem Fall 0. 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Also zum Beispiel für die Zahl 0,5 setze ich hier natürlich jetzt hier nicht, also 1 minus b auf 0,5 oder so. Das ist ja Schwachsinn. 0,5 Fehlversuche, meine Damen und Herren, wie soll das gehen? Okay? Also nur, dass Sie das jetzt hier sehen. Heißt, also die Zufallsvariable mit dieser Wahrscheinlichkeitsfunktion hier heißt geometrisch verteilt. Und zwar geometrisch verteilt mit Parameter p. Was wollen wir hier mit diesem Parameter? Was ist denn ein Parameter einer Verteilung, meine Damen und Herren?
Ein Parameter ist nichts anderes als eine Zahl, die Sie jetzt hier brauchen, um die Verteilung der entsprechenden Zufallsvariable eindeutig bestimmen zu können. Schauen Sie, um die Wahrscheinlichkeitsfunktion jetzt hier auszurechnen für bestimmte Werte, nämlich jetzt hier für die Werte k, die können jetzt hier 0, 1, 2 oder 3 sein in diesem Fall. Für die Wahrscheinlichkeitsfunktion brauchen Sie eine Zahl, nämlich welche? Welche Zahl brauchen Sie? Wahrscheinlichkeit von Erfolg. Genau, und zwar die Wahrscheinlichkeit eines, in dem Fall Erfolgs, man nennt diese Wahrscheinlichkeit, meine Damen, man nennt diese Wahrscheinlichkeit auch wie? Ja, Erfolgswahrscheinlichkeit. Also Parameter P heißt auch im Volksmund in Anführungszeichen Erfolgswahrscheinlichkeit. Also Erfolgswahrscheinlichkeit, Erfolg natürlich im Sinne des Betrachters, nicht? Sie können ja natürlich jetzt unter Erfolg das verstehen, was Sie jetzt hier wollen. Ja? Okay. Das liegt natürlich jetzt hier bei Ihnen deswegen in Anführungszeichen. Also Sie sehen ja zum Beispiel, Sie brauchen ja nur eine einzige Zahl, nämlich die Erfolgswahrscheinlichkeit, um die Verteilung dieser Zufallsvariable angeblich bestimmen zu können. Deswegen beträgt die Anzahl der Parameter dieser Verteilung nämlich 1. Sie werden Verteilung kennenlernen, zum Beispiel bei der Binomialverteilung. Sie wissen jetzt noch nicht, was die Binomialverteilung Zufallsvariable ist, nehme ich an. Bei der Binomialverteilung ist es so, dass Sie in dem Fall zwei Parameter brauchen, um die Verteilung entsprechend eindeutig bestimmen zu können. Okay? Wenn man jetzt hier die Parameter einer Verteilung hat, schreibt man jetzt hier in dem Fall folgende, schauen Sie, also wenn man jetzt hier die Schreibweise jetzt hier in der Literatur sieht, x, da kommt es um Tilde und hier steht dann geo und dann hier steht dann p, dann bedeutet das, schauen Sie, dann bedeutet das, anstatt dass man jetzt immer hinschreibt, dann bedeutet das, die Zufallsvariable x ist geometrisch verteilt mit Parameter p. P kann jetzt in dem Fall, also in dem Fall ist p 0,25. So. Schauen Sie. Okay. Jetzt eine Frage an Sie. Sie sehen nämlich auch den Wertebereich der Zufallsvariable. Schauen Sie. Ist die Zufallsvariable, die geometrisch verteilt ist, diskret oder jetzt irgendwas anderes? Ist es eine diskrete Verteilung? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Diskret, weil der Wertebereich von 0 abzieht, also ab 0 abzieht. Oder? Genau. Die Verteilung, schauen Sie, die geometrische Verteilung ist eine diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung. Meine Herren. Ja. Warum? Weil der Wertebereich dieser Verteilung oder beziehungsweise der Wertebereich der entsprechenden Zufallsvariable abzählbar ist. Okay. Abzählbarkeit heißt in dem Fall, ich kann sämtliche Werte, die die Zufallsvariable annehmen kann, als eine Folge darstellen. Die Folge heißt in dem Fall 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter und so fort. Ja. Okay? Das ist also die Definition einer geometrisch verteilten Zufallsvariable. Und wir werden jetzt hier natürlich in der Übung nicht alle diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilungen miteinander besprechen, sondern nur ein paar. Aber im Prinzip, meine Damen und Herren, was Sie jetzt hier lernen sollen, jetzt nicht die entsprechende Verteilung, sondern warum zum Beispiel jetzt hier bei der Formel für die Wahrscheinlichkeitsfunktion, schauen Sie, gerade 1 minus p hoch k mal p steht und nicht irgendwas anderes. Verstehen Sie? Darauf kommst du rein, dass Sie das verstehen und nicht auf etwas, oder dass Sie das jetzt hier auswendig lernen. Verstehen Sie? Okay? Sie sollen jetzt hier also intuitiv nachvollziehen, warum also 1 minus p hoch k mal p steht und nicht irgendwas anderes. Okay? Sie merken sich das vielleicht jetzt hier anhand dieser Zeichen. Okay? Diese Verteilung, meine Damen und Herren, taucht in der Praxis so oft auf, dass man jetzt hier natürlich einen Namen gegeben hat, dass in dem Fall muss sich natürlich jetzt hier auch entsprechende Bezeichnung geben. Wertebereich ist jetzt nicht mehr das, was rauskommt. Doch. Der Wertebereich ist das, was rauskommen kann. Also was kann hier rauskommen? 0, 1, 2, 3, 4. Wie groß kann das ist doch nicht das, was rauskommt. Also doch. Nein, das ist jetzt hier für die Realisation. Das ist der Wertebereich. Ja, eben, weil das ist nicht der Wertebereich der Wahrscheinlichkeitsfunktion. Was ist der Wertebereich der Wahrscheinlichkeitsfunktion? 0 bis 1. 0 von 0 bis 1. Bis 1. Immer. Okay? Also Sie haben jetzt irgendwelche Werte zwischen 0 und 1. So. Jetzt kommt's. Also jetzt kommt das Wichtigste, meine Damen und Herren. Das Wichtigste, das Allerwichtigste für Sie in der Klausur, und zwar Verteilungsfunktion.
Fatalobstruktion. Eine Zufallsvariable. Okay. So, das ist das Wichtigste. Wie gesagt, Warnung für Sie. Wer diese Definition nicht kann, meine Damen, wer diese Definition nicht kann, der